Es wird fleißig geschleppt, geschraubt, verlegt und gestrichen. 400 helfende Hände packen mit an, um den Landschaftspark Duisburg-Nord in 10.000 Quadratmeter Sportfläche umzubauen. 24 Stunden vor dem Startschuss gleicht es noch einer großen Baustelle. In der Kraftzentrale müssen noch die Judomatten verlegt werden. Die Skateboardrampen werden noch zu einem Parcours zusammengestellt. Für Projektleiter Niklas Börger und sein Team läuft aber alles nach Zeitplan. Wir haben diesen Center Court aufgebaut, wir haben die Spine Ramp aufgebaut, die mit insgesamt 10 Sattelzügen hier einmal reingefahren wurde an Material. Wir haben mehrere tausend Schrauben verbaut in der Kraftzentrale. Der Skateboard-Parcours ist komplett erstmalig hier aufgebaut worden. Deswegen wurde der auch schon eine Woche vorher angeliefert, um dann wirklich eine Woche komplett durchbauen zu können. Und dann ist es die Vielzahl der unterschiedlichen Gewerken, die Vielzahl der unterschiedlichen Programmpunkte, die dann einfach einen Lkw-Verkehr dann hier ermöglichen, der so im Landschaftspark sicherlich noch nicht erfolgt ist. Schwierige Aufgabe in der Duisburger Industriekulisse. Zentimetergenau müssen die Bühnen und Gerüste in der Kraftzentrale stehen. Dabei hilft jede Hand. Gleichzeitig machen sich schon die ersten Sportler auf dem Gelände warm. Der Kletterturm wird zusammengeschraubt, die Center Courts für den Street Basketball noch fertiggestellt. Eine bessere Kulisse hätte sich Niklas Börger trotzdem nicht wünschen können. Die Kulisse ist einmalig und für uns ein absoluter Glücksfaktor vom ersten Tag der Besprechung, die wir hier vor Ort hatten. Hier kommt all das zusammen, was die Ruhrgames sein sollen, Industriekultur für Jugendkultur. Und ich glaube, das wird für die Jugendlichen hier einmalig sein. Und ich glaube, es wird auch nochmal einen erheblichen Push auch für die ganze Region geben und sich hier mit der Region auch wirklich eng zu identifizieren. Das ist uns ganz wichtig. Für ein offenes Europa steht die Veranstaltung sowieso, für die mehreren tausend Jugendlichen, die anreisen werden. Aber ich glaube, gerade für die vielen Jugendlichen aus der Region ist das nochmal besonders. Das hier den Landschaftspark vielleicht auch mal zum ersten Mal zu sehen und dann als Gast die nächsten Wochenenden ganz häufig wiederzukommen. Doch nicht nur im Landschaftspark wird es sportlich an diesem Wochenende. Die Ruhrgames finden auch an anderen Standorten statt, wie zum Beispiel auf der Regattabahn in Wedau. Dort wird unter anderem Kanupolo gespielt. Durch die räumliche Trennung wird die Freude auf das Event aber nicht weniger. Dann ist natürlich auch eine Ehre als Duisburger, Duisburg irgendwie so nach Europa zu bringen, irgendwie in Deutschland publik zu machen, mal eine gute Seite von Duisburg zu zeigen. Aber natürlich ist es auch eine große Chance, Werbung zu machen für Kanupolo, da Kanupolo ja nicht gerade so im Blickpunkt der Medien, der Öffentlichkeit steht, kann man so natürlich sich ganz gut auf sich aufmerksam machen und vielleicht für Sponsoren sorgen oder ähnliches. Eine Menge Aufmerksamkeit wird es definitiv geben. Mehrere 10.000 Besucher werden erwartet. Die werden dann noch mehr der spektakulären Sportacts sehen können.